das gleich. Noch 15 Meter tiefer machen. Hallo? So. Angenehmer, oder? Ja, für mich ja. Für die. Ich kann auch laut genug, also. Okay. Ich möchte euch ein bisschen was zum Thema Geschäftsprozessvisualisierung sagen, weil das ja auch sicherlich auch im Bereich der digitalen Transformation eine wichtige Betrachtungsweise ist. Oder die Grundlage dessen, dass ich überhaupt digital transformieren kann und möchte. Und da möchte ich einmal eine Methode vorstellen, die sogenannte Prozessflussanalyse. Das ist eine von vielen Möglichkeiten, um eine Visualisierung halt durchzuführen. Ja? Wer hat sich diesem Thema denn schon mal so ein bisschen gewidmet? Geschäftsprozess, Visualisierung, Optimierung? Einer? Okay, zwei. Okay. Einmal ganz kurz zu meinem Unternehmen, GH Managementberatung, ist ein bundesweit tätiger Hersteller und Anbieter unabhängiger Unternehmens, eine Unternehmensberatung für mittelständische Unternehmen, und ich berate auch öffentliche Auftraggeber. Insbesondere begleite ich bei Softwareauswahlverfahren im Bereich ERP, CRM, DMS, also quasi alles, was mit betriebswirtschaftlicher Standardsoftware zu tun hat. Und darüber hinaus Geschäftsprozessmanagement, macht dann Projektmanagement und IT-Beratung im Bereich E-Commerce, Cloud und EDI. Zu meiner Person, von Hause aus, von der Ausbildung her als Diplom-Kaufmann, an der Fachhochschule Osnabrück habe ich studiert, und seit 2010 als Managementberater, Consultant und Projektleiter selbstständig tätig. Also ich habe vorher auch eine 20-jährige Erfahrung im Bereich, im IT-Bereich. Anfangs auch direkt im Bereich ERP-Software und dann diverse Branchen, also komplett über Industrie, Handel, Dienstleistungen. Und die Branchen sind hier unten zu sehen. Einfach, dass Sie mal wissen. Ja, Geschäftsprozesse sind Zahnräder des Unternehmens oder man kann es auch sagen von Organisationen und machen den entscheidenden Unterschied zwischen ihnen und ihrer Konkurrenz aus. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Satz, oder auch da steckt sehr viel Wahrheit drin. Wo haben wir denn klassische Prozessprobleme? Wir haben gewachsene Prozesse, so nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht, sogenannte Deadlocks. Das heißt, der eine wartet auf die Information des anderen. Haben wir auch häufig in Unternehmen oder auch Organisationen. Wir haben Prozesse, die teilweise sehr komplex sind, wo nicht jeder mitkommt. Der genannte Papierkrieg, Formularwesen etc., was wir natürlich versuchen, derzeit sehr stark zu reduzieren, und natürlich keine Akzeptanz von entsprechenden Prozessen. Wo sind jetzt allgemeine Herausforderungen? Wir alle sind oder stehen vor den Herausforderungen natürlich zunehmenden Kostendrucks und dementsprechend der Notwendigkeit der Steigerung der Effizienz und Effektivität. Wir müssen stark auf Marktveränderungen reagieren. Nichts ist so stetig wie der Wandel, und wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, die natürlich auch uns in den Unternehmen und Organisationen halt, wir damit beschäftigt sind. Und natürlich die Veränderung betrieblicher Prozesse als Notwendigkeit. Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung, Qualitätssicherung, Stichwort sei dort die DIN-ISO-Zertifizierung zum Beispiel. Oder der geforderte Nachweis nach Qualitätsmanagementsystem in diversen Branchen, ja auch notwendig und gesetzlich gefordert. Allgemein können wir in der Betrachtung sowohl die internen als auch externen Herausforderungen betrachten. Und was wären die internen Herausforderungen? Das ist natürlich generell die Prozessanpassung und Optimierung, die da betrachtet wird.
natürlich die Prozesssteuerung, wie steuere ich entsprechende Abläufe, Prozesse, sind natürlich auch Grundlage für IT- und Organisationsanpassung. Gerade bei der digitalen Transformation ein ganz wichtiger, Maßstab. Und sie sind für das allgemeine Schnittstellenmanagement. Wenn wir in verketteten Prozessen denken, ist das natürlich ein ganz wichtiger Maßstab. Wir haben eben davon gesprochen, ich weiß nicht, wer nebenan war im Vortrag, dass wir halt auch bei den Cloud-Anwendungen ja letztendlich, oder selbst wenn wir uns für Cloud-Anwendungen entscheiden, immer noch die Herausforderung haben, dass das eine System nicht zwangsläufig mit dem anderen System kommunizieren kann. Und dann sprechen wir nämlich gerade davon Schnittstellen. Schnittstellen, die teilweise normiert sein können, Sie sagten es eben EDI, Electronic Data Interchange, nach VDA-Norm zum Beispiel oder andere Normen. Ganz, ganz wichtig, dass ich überhaupt begreife, wie die Prozesse dort ablaufen und was ich abbilden muss, welche Informationen ich bereitstellen muss und wo die natürlich dann auch herkommen. Und dann natürlich die interne Herausforderung des Qualitätsmanagements. So, die externen Herausforderungen sind eine zunehmende Kundenorientierung. Das heißt, ich möchte mich und mein Unternehmen stärker in Richtung Kunden ausrichten. Man spricht dann da auch von CRM zum Beispiel, also Customer Relationship Management. Die horizontale Integration heißt horizontale Integration vor- und nachgelagerte Wertschöpfungsketten werden dabei entsprechend betrachtet, also Lieferanten und Kunden, die Lieferanten- und Kundenbeziehung. Dann natürlich ein Nachweis von Gesetzeskonformität und externe Parteien, Verbände etc. So, wie kann solch ein Projekt aussehen oder wie sollte solch ein Projekt aussehen? Am Anfang sollte man einmal gucken, wie ist die Ist-Situation. Also wir würden den Status Quo aufnehmen, die Ist-Situation, dokumentieren der Prozesse, dann kann man da anschließend eine Potenzialanalyse machen, benennen zum Beispiel von Potenzialen und Entwicklung eines Prozessentwurfs, wie es dann besser oder zukünftig aussehen soll und dann natürlich ganz wichtig nachher die Implementierung und last but not least sollte das natürlich in einen sogenannten kontinuierlichen Veränderungsprozess einmünden. Das heißt, ich gucke dann wieder, sind wirklich meine Ziele erreicht worden und habe ich dort meine Ziele auch erreicht. Das ist nochmal ein bisschen grafisch hier dargestellt. Also anfangs die Ausgangssituation, Visualisierung der Prozesse und das gucken wir uns gleich mal an, wie man so etwas machen kann. Erkennen und Benennen von Schwachstellen, Konzeption und Design eines neuen Geschäftsprozessorganisation und dann die Implementierung der Prozess- und Organisationsanpassung und letztendlich der IT-Strukturen. Und das natürlich Ganze sollte natürlich in einem gewissen Regelkreislauf einmünden in die kontinuierliche Veränderung. Jetzt zeige ich Ihnen mal, und dazu gehe ich an das Whiteboard, wie man so etwas machen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Kamera jetzt irgendwie drehen müssen. Guckt das ein bisschen. Also, eine Methode, wie man das machen kann, ist die sogenannte Prozessflussanalyse. Wer hat da schon mal was von gehört? Einer, okay. Ich zeige Ihnen mal ganz einfach, welche Symbolik es dabei gibt. Da gibt es sechs einfache Symbole, die Prozesse oder mit denen man entsprechende Prozesse beschreibt. Das ist einmal ein Kreis, das ist eine Bearbeitung. Dann haben wir eine Entscheidung, eine Prüfung und eine Entscheidung. Und das ist dann so zu lesen, eine Prüfung zum Beispiel, hat mein Kunde bezahlt. Danach kommt eine Entscheidung,
Und zwar geht der Strang geradeaus durch, ist der Ja-Strang, und der Nein-Strang geht nach unten. Dann ist es besser zu lesen, wenn man das vereinheitlicht. So, dann haben wir noch eine Verzögerung. Wenn etwas stockt in einem Prozess, dann, das kann man mit einem solchen D symbolisieren. Verzögerung. So, dann haben wir einen Ablageprozess. Das wird als, als umgedrehtes Dreieck. Das ist eine Ablage. Und dann ist es egal, ob das eine digitale Ablage ist oder eine papierbasierte Ablage. Und last but not least, was fehlt uns noch? Eine Weiterleitung. Also wenn zum Beispiel Informationen oder Waren weitergeleitet wird. Wollen wir mal gemeinsam einen Prozess dokumentieren? Nehmen wir mal den Prozess, ich möchte gerne einen Kaffee trinken. Also als erstes haben wir unser initiales Thema ist Kaffeedurst. Ja? So. Was würden wir dann als nächstes machen? Also Fallbeispiel, wir sind in unserem Büro, ja, nicht zu Hause, wir sind in unserem Büro. Zum Beispiel. Okay. Genau, ich würde... Okay. Also als erstes würden wir vielleicht prüfen, ist Kaffee da? Ja? Okay, wollen wir so weit anfangen? Müssen wir vielleicht beim Wasserwerk noch gucken, ob die Leitung funktioniert? Also Sie sehen, man kann natürlich solch eine Betrachtung sehr kleinteilig machen oder auch etwas gröber machen. Vielleicht sollten wir mit dem Wasser das mal... als gegeben sagen, aber zum Beispiel, dass wir jetzt sagen, ich gehe in die Küche und gucke nach, ist Kaffee vorhanden? Ja? Ja? Kaffee in Kanne. So, machen wir mal einfach. So. Was haben wir jetzt gelernt? Geradeaus durch heißt... Ja, genau. So, was würden wir dann machen? Also wir stellen uns jetzt vor, da steht jetzt die Kaffeekanne. Wir trinken. Also ich nehme die Kaffeekanne und... Bitte? Also Verzögerung, genau. Okay, so. Als nächstes wäre vielleicht eine Entscheidung, Tasse vorhanden. Ne? So. Tasse vorhanden. Ja, wir haben eine Tasse. Okay, gut. Kaffee in Tasse einschütten. Okay? So, dann habe ich jetzt natürlich schon mein Ziel erreicht, aber jetzt gehen wir mal den Fall, Kaffee ist nicht in Kanne. So. Bitte? Ach so, okay, dann können wir es auch dann... Genau, nächste Prüfung wäre Kaffeemaschine vorhanden oder so. Nehmen wir das mal, K-Maschine vorhanden, ja,
Als nächstes würden wir gucken, Filtertüte da. Filtertüte. Ja, so, jetzt Kaffee da. Ne? So, Kaffee fahren, ja. Jetzt Wasser einfüllen, wäre eine. Achso, genau, Filter. Da müssen wir natürlich hier erstmal noch. Ja, haben wir noch eine, ne, Filtertüte einführen oder in den, so als nächstes Kaffee einführen in den Filter. So, jetzt Wasser, das gleiche auch, ne? H2O, ja, so, und dann würden wir das auch. So, dann Kaffeemaschine anstellen, ja, H2O einfüllen. Und dann Kaffee kochen. So, und dann würden wir wieder, dann kommen wir jetzt hier wieder zum. So, jetzt kommen wir hier natürlich hier wieder rein und sind da hier, kommen wir zu unserem Ziel. Und jetzt sehen Sie, dass. Dass man mit solch einer Systematik man natürlich eine sehr detaillierte oder auch eine etwas generelle Betrachtung von Prozessen und gewissen Dingen auch machen kann. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn wir jetzt gerade von digitaler Transformation sprechen, dass wir gucken, wo stehen wir, wie sehen meine Prozesse aus, die ich derzeitig mache und wie sollen sie vielleicht zukünftig gemacht werden. Von der analogen Welt die Transformation entsprechend in die digitale Welt. Und ich halte so etwas als notwendige Voraussetzung bei unter anderem bei der digitalen Transformation natürlich genauso wie bei der Einführung von gewisser Software oder so etwas. Ja? Und das ist dementsprechend eine Voraussetzung, worauf ich aufbaue, um dann später, wenn wir jetzt im Bereich der Software-Einführung sprechen, bei einer Software-Suche, dass ich ein Lastenheft schreibe und aufgrund dieses Lastenhefts ich eine Auswahl einer entsprechenden Software oder auch einer Maschine, das kann ich ja genauso gut auch für den Bezug einer Maschine dann auch machen. Die PFA sieht das so vor, die EPKs machen das von oben nach unten. Die EPKs sind ja ähnlich von dem Wording her, wobei da noch eine etwas andere Sichtweise machen. Eine weitere Systematik wäre oder die jetzt sehr zeitgemäß ist, dieses Business Process Management Notation oder Business Process Management 2.0, BPNN. 2.0, die wesentlich mehr Symbole kennt als die PFA, die mit 6 einfachen Symbolen auskommt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eine Systematik ist, die auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen halt auch gelesen werden kann. Und ich setze das bei meinen Projekten mit ein. Und habe da eigentlich sehr gute Erfahrung gemacht. Da muss ich nicht wirklich das ganz große Modell eines BPNN rausholen, also Business Process Management Notation, falls das dem einen oder anderen was sagt. Das überführe ich nachher in Visio, ja. Entweder mache ich es hier auf dem Whiteboard oder ich habe so Flipchart-Folien, die haben die Größe vom normalen Flipchart, ist eine Folie, die ich dann an Wände einfach auch aufbringe und dann ist die nächste Folie einfach mal aus einem Kundenbeispiel heraus, der Ist-Aufnahme. Das ist so eine Folie, die hat wie gesagt die Größe hier eines Flipcharts
und die habe ich auf einer Rolle und die kann ich halt beliebig weit hier aufbringen und notiere das dann halt so nach der Systematik. In Interviewform wird das halt aufgenommen im Frage-Antwort-Spiel. Das heißt, der Mitarbeiter oder das Team erläutert die Prozesse und ich dokumentiere das dann und stelle dann gezielt Fragen, wie sieht der nächste Prozess schon drauf, haben Sie an dieses oder jenes gedacht und wir dokumentieren das dann und überführen das dann nachher in ein Visio-Modell, was dann auch digital lesbar ist. Ja, die sind statisch aufgeladen, ja. Die kann ich direkt an. Habe ich jetzt leider keine, sonst habe ich meistens eine im Auto. Das ist halt eine sehr schöne Methodik, also sehr mobil ist das. Wenn ich ein Whiteboard habe, das ist okay, dann nehme ich das Whiteboard, fotografiere das dann nachher ab, dann habe ich es vorliegen und überführe das dann in Visio. Wie gesagt, das ist eine Methodik, das andere wäre halt BPNN oder UML, wenn ich jetzt in Richtung Programmierung dann denke. Ja? Also kann man das. Bitte? Ja. Ja, gut, das kann man so oder so. Ich persönlich komme da ganz gut mit zurecht und dann habe ich natürlich, wenn ich in die Breite gehe, habe ich natürlich mehr Platz, als wenn ich dann da unten bin. Dann habe ich wieder, ja, ist immer nur eine Frage der Sichtweise und dessen. Hier haben wir mal, ist einfach mal eine Potenzialbetrachtung von Einkaufsrechnungen. Da wurde herausgearbeitet, die Durchlaufzeiten einer Eingangsrechnung war da zu hoch, Verlust von Skonto natürlich, unklare Zuständigkeiten war da und dann haben wir das halt verändert durch organisatorische Maßnahmen. Also da war ein Thema, dass Rechnungen sehr, sehr lange im Unternehmen hin und her vagabundierten und das ist dann halt durch Verbesserungsvorschläge wurde bis 12 Uhr die Post abgelegt, dann Abholung durch die Fachabteilung. Heutzutage in Zeiten der Digitalisierung würde man das natürlich anders machen. Da würde man das höchstwahrscheinlich verscannen und entsprechend den Fachabteilungen dann per E-Mail oder innerhalb des Scan-Clients zur Verfügung stellen, wo das dann in einem Arbeitsvorrat ist und der Mitarbeiter das dann abhaken kann, freigeben kann, das dann automatisiert in die Buchhaltung dann geht, vielleicht auch sogar schon beim Scan schon vorkontiert worden ist und der Finanzbuchhaltung schon zur Verfügung steht und nur der Mitarbeiter in der Fachabteilung zeichnet das dann ab oder gibt das dann frei und dann kann die Finanzbuchhaltung da dann halt weiter machen. Ups, wo war ich da? So, und dann zu der Implementierung, Verabschiedung der Maßnahmen natürlich. Gegebenenfalls muss man da auch eine Organisationsanweisung schreiben, Inkraftsetzung neuer Anweisungen, Dokumentation im Managementhandbuch, Schulung der Mitarbeiter ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, Überführung in einen kontinuierlichen Veränderungsprozess, dass man auch guckt, ob die Mitarbeiter damit zurechtkommen oder ob man andere Methoden halt ansetzen kann. Okay, das soweit. Wie weit sind wir mit der Zeit? Okay, dann machen wir Frage und Antworten. Ich hätte jetzt noch weiter, ich habe da noch ein anderes, es gibt da noch andere Tools, die ich dann teilweise einsetze. Das hier ist ein GPS-Software-Atlas. Das ist halt ein Software-Tool, das basiert auch auf Visio, was eher im Bereich dann mit Business-Objekten arbeitet. Ne, hier hinter jedem dieser Shapes, nennt man es ja in Visio, man kann es auch Icon nennen, gibt es halt verschiedene Beschreibungen dessen, was der Mitarbeiter da macht. Wenn ich da draufklicke, Sie sehen, dass da Pfeile gemalt sind und wenn man den Pfeilen mal so folgt, dann erkennt man auch, was es darstellen soll. Das ist natürlich eine,
abstrahierte Sichtweise, als wenn ich mit so einer Drohne übers Unternehmen fliege und dann von oben da drauf gucke. Und in diesem Fall ist das halt ein Vertriebsprozess. Und hinter jedem dieser Icons oder Shapes befindet sich eine Standardanweisung, was der Mitarbeiter dann da macht oder zu machen hat. Da kann man auch gegebenenfalls, wenn das Programm das hergibt, auch zum Beispiel in SAP kennt man so Transaktionscodes, die kann man da auch hinterlegen, wo man dann sagt, okay, das ist VA04 oder wie auch immer die heißen. Oder dass man auch aus dem Modell, wenn die ERP oder wenn die Software das zulässt, dass ich von da abspringen kann. Da hier kann ich natürlich auch Hyperlinks hinterlegen und kann dann direkt gegebenenfalls in die Applikation halt verzweigen. Okay. Das war ein Visio Add-on, ist das? Add-on, genau. Das ist Standard-Visio plus diesem Add-on, was man dann hat, wo dieses Tool dann halt bedient werden kann. Genau. So. Gut. Fragen jetzt? KVP. Das können wir so handhaben. In der Regel sollte das natürlich vom Kunden initial kommen. Wie das dann in der Kundenbeziehung dann ist, ich spreche meine Kunden dann da auch schon mal drauf an. Genau, dass man mal wieder eine Prozessbetrachtung machen sollte, dass man nach die ISO kennt das ja auch, da sind das ja Notwendigkeiten, das einer Rezertifizierung. Wenn ich dieses Bäpperchen da haben möchte oder mein Zertifikat behalten möchte, dann muss ich ein Rezertifikat, so stringent ist meine Arbeitsweise da nicht. Also ich kann ja kein Bäpperchen da vergeben oder ich spreche meine Kunden dann nach gewisser Zeit nochmal darauf wieder an. Ob es nicht Sinn macht, da nochmal über die Prozesse nochmal zu sprechen, also im Sinne eines Re-Audits, wie auch immer, also einer kurzen Session, wo man das dann nochmal beleuchtet und guckt, sagt, wo sind denn jetzt eure Probleme? Das wäre dann eher im Bereich eines Workshops zu sehen, wo man gemeinsam vielleicht Dinge sich erarbeitet und sagt, okay, hier können wir noch besser werden. Oder hier bedarf es noch einmal der Betrachtung. Oder die Software ist jetzt so alt, jetzt müssen wir eine andere Software mal ins Auge fassen. Oder mein Kunde möchte gerne EDI machen oder wie auch immer. Ja, das liegt jetzt aber hier an der Auflösung, wenn ich mit der entsprechenden Auflösung. Ich wollte nur noch mal eben erläutern. Also hier, das ist auch die Denke der ISO dahinter. Links steht der Kunde, rechts steht der Lieferant. Oben stehen die Banken und unten die Logistiker. Das ist immer in diesen Modellen immer das Gleiche. Das Grüne ist der Vertrieb. Oben CRM ist so blau. Das Rote ist die Produktion, das Gelbe ist der Einkauf. Hier wäre das Qualitätsmanagement lokalisiert. Das Orangefarbene ist die Logistik, also die Intralogistik. Ne? Wareneingang, Lager, Versand. Oben die grauen Eminenzen, die grauen ist die Finanzbuchhaltung, Controlling. Die pinken sind die Personaler. Genau. Ja. Das ist ja jetzt auch mal bewusst ein sehr einfacher Prozess. Und
Ja. Ja, also da steht auch der Best Practice Ansatz hinter. Das Schöne an diesem Ding ist, oder an dem Software Atlas ist, das ist schon vorformuliert. Das heißt, die Icons haben wir uns ja eben, oder die Shapes haben wir uns ja angeguckt. Die Standardformulierung eines modellhaften Industrieunternehmens ist schon da drin, und dann würde man nur noch die Differenzen halt dokumentieren. Das halt macht die Arbeit dann auch, beschleunigt die Arbeit und die Dokumentation dann natürlich. Kann man auch, ja. Das ist im Industrieunternehmen genauso wie in öffentlichen Verwaltungen oder. Ja, aber das hat auch erstmal mit der Prozessvisualisierung nichts zu tun. Ja, das weiß ich, aber trotzdem kann sowas passieren, auch bei den Sachen, dass jemand von außen reinhackt. Das ist ja nur eine visuelle, das sind ja nur Bilder, Abläufe, die hier visualisiert sind. Also, den können wir natürlich auch noch reinmalen. Und dann kommt eine große Firewall davor, die wir da vorstellen, und da musst du dann durch. Okay. Ja. Okay. Das war jetzt mal ein Exkurs, wie man Prozesse visualisieren kann, welche Methodik man da anwenden kann und wo man vielleicht auch eine Tool-Unterstützung entsprechend haben kann. Ja. Also auf irgendein Abstraktionsniveau muss man sich dann auch einigen und sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht auch nur gewisse Prozesse betrachten, dass wir sagen, ich möchte mir anfangs nur den Einkaufsprozess angucken oder nur den Fertigungsprozess angucken oder in Gänze, dann muss man halt den Fokus halt festlegen, wie tief will ich da rein. Ich mache das sicherlich nicht so, oder in der Regel machen wir das nicht so weit, dass wir bis in Refa-Prozesse reingehen, wo man sekundengenau mit Taktung oder sowas das macht. Kann man natürlich auch, wenn man klein-klein das machen. Aber man muss schon einen gewissen roten Faden letztendlich auch sehen. Und wenn wir in solchen Prozessen sind und die dokumentieren, dann wird schon bei der Beschäftigung mit dem Thema wird vielen schon klar, wo jetzt Potenziale im Unternehmen auch sind. Die erarbeiten wir gemeinsam, dokumentieren diese und machen es transparent. Danach würde ich ein Lastenheft machen. Per Definition ist erst ein Lastenheft Grundlage einer Betrachtung, um da dann ein Pflichtenheft rauszumachen. Genau.
Das wäre halt eine Methode, die ich auch anwende, wenn es wirklich um die Softwareauswahl geht. Denn ich halte es für eklatant oder immanent wichtig, dass man weiß, wie man arbeitet und was abgebildet werden soll und die Kundenanforderung damit herausgestellt wird. Sonst, ich habe schon Lastenhefte in meiner Vergangenheit bekommen, die waren auf 2 PowerPoint-Seiten mit 5 Spiegelstrichen je Seite. Das ist vielleicht ein bisschen dürftig. Also man erwartet dann im Bereich einer Software schon ein bisschen mehr als nur eine Auftragsbearbeitung oder eine Angebotsbearbeitung, eine Produktion. Das wäre ein bisschen sehr global. Da sagt jeder ERP-Hersteller, jo, das können wir. Ja? Also von daher. Ja gut, das sieht man jetzt hier erstmal nicht, sondern hier sehe ich ja jetzt erstmal, wie gewisse Flüsse da sind. Hinter jedem dieser kann ich auch so Nummern setzen, um Prozessschritte halt auch zu. Das habe ich jetzt hier in diesen Mustern nicht. Das heißt, ich kann das nachher extrahieren, also das habe ich noch nicht gesagt. Diese Modelle mit den Beschreibungen auch kann ich in Word extrahieren, in Excel extrahieren und als HTML-Seite, dass ich das dann allen zur Verfügung stellen kann. Also im Intranet bestenfalls zur Verfügung stellen kann. Im Internet wollen die Kunden das in der Regel nicht, aber im Intranet, wo halt die Mitarbeiter dann darauf dran gucken können, dann können sie sehen, wenn ich den und die Auftragsart habe, welche Schritte müssen da dann durchlaufen werden. Und gegebenenfalls, welche Formulare brauche ich da, etc. Alles das kann ich mit hinterlegen, als Hyperlinks zum Beispiel, und kann dann darauf zugreifen. Okay. Gut. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und